Guten Tag und ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Minecraft Version 1.8 mit dem Texture Pack, der ist ein Link hier in der Videobeschreibung findet, da ich den Namen immer noch nicht kenne. Und irgendeinem Shader Mod. Letztes Mal waren wir in einer Höhle verblieben. Ich guck einmal ganz kurz, unser Charakter wird uns angezeigt. Das heißt, vielleicht werden uns diesmal auch die Monster angezeigt. Ich werde erstmal den ganzen Kram, den wir gefunden haben, ordnungsgemäß verstauen. Genau, hier kommt noch das Kram hier rein, das Gedöns. Dann haben wir hier noch einen schönen Ofen. Der wird aufgefüllt und es kommt Eisen herein. Genau. Dann gehen wir noch einmal kurz zum Pferdestall. Da haben wir ja noch ein kleines, wie heißt denn das? Ich wollte schon sagen, ein paar Öfen stehen, wo ich Steine drin brennen wollte, damit wir die ganze Aktion ein bisschen hübscher hinkriegen. Und die werden wir einmal kurz fertig machen. Hier ist sofern ist anscheinend ein Monster verbrannt. Ein böser Zombie. Okay, so, das einmal voll gemacht mit den Steinen. Das brennt durch und da brauchen wir doch glatt noch einen Stack. Das Zeug können wir hier lassen. Ich nehme direkt so einen Stack und dann nehme ich mir nochmal einen halben für den Weg mit. Wenn wir gleich auf dem Weg wieder zurück in eine Höhle sind. Das letzte Mal haben wir ja die Höhle unter unserem Brunnen leergeräumt. Diese Folge könnte ich in diese Höhle hier gehen. Hier ist anscheinend schon mal was gestorben. Und ich glaube, wir haben die Höhle bereits ausgeräumt. Restlos. Nein, haben wir nicht. Hier ist noch Eisen. Ganz viel Eisen. Das habe ich wahrscheinlich für spätere schlechte Zeiten zurückgelassen. Damit ich meine Spitzhacke nicht verbrauche. Bla bla bla. Auf jeden Fall ganz viel Eisen. Ich wollte gerade eben eigentlich Ender Games oder sowas aufnehmen. Problem war, die Server waren wieder voll. Das ist natürlich, tut mir leid, wenn sowas nicht kommt. Ansonsten kommt eben, ich glaube in der Folge kann ich das schon längst sagen, was welches Format kommt. Drakensang online mit dem lieben Jonas. Ich bin auf der anderen Seite rein. Nee, ist alles gut. Aber ich hätte mir vielleicht Schilder mitnehmen sollen. Dann könnte ich mir so, ey, hier warst du schon drinne, du Depp. Schilder machen. Den Kram bringe ich einmal kurz weg. Auf jeden Fall, diese Formate werden dann am Wochenende irgendwie kommen. Je nachdem, wie Platz ist. Oder je nachdem, wie ich kann das andere Format, glaube ich, auch schon nennen. Glaube ich, Portal. Je nachdem, wie da Platz ist. Also von den Aufnahmen her werde ich dann halt an freien Tagen da was zu packen, sage ich mal, von einfach Minecraft zwischendurch immer Minecraft, Minecraft, Minecraft. Wenn es dich stört, musst du es dir nicht zwingend angucken. Aber laut den anderen Folgen ist es bis jetzt eigentlich auf ganz gute Resonanz gestoßen. Mir selber macht es auch noch Spaß, was bedeutet, dass es erstmal noch weitergehen wird mit dem Singleplayer-Ding hier. Und ich suche weiter nach einer Höhle. Wir hatten doch hier ganz viele, die ich vorher noch nicht kannte. Hier ist noch eine. Das ist dieselbe, in der ich gerade schon war. Es sieht schon alles ziemlich viel besser aus mit dem Shader. Also das hier ist jetzt einer, irgend so ein Beta-Shader. Der Zeus sieht noch besser aus, aber irgendwie hat der bei mir richtige Frame-Drops ab und zu. Und ja, das will ich einfach nicht. Für die Aufnahmen ist das halt noch blöder, vor allem wenn ich jetzt mit Traps aufnehme. Das da unten sieht sehr nach einem Loch aus, wo der Cäschen da ist. Notfall gehen wir da hinten, da wo gerade die Welt rendert, gehen wir da hinten in eine Höhle, in der waren wir ja schon mal früher. Ich gehe aber hier rein, denn wir brauchen noch etwas Kohle. Ich mache mir hier so eine Fackel, zack. Dann weiß ich auf jeden Fall, ey, hier warst du schon mal. Okay, die Kohle nehme ich glatt mit. Das ist nämlich im Augenblick, glaube ich, zum Bauen eins der wichtigsten Sachen, die wir auch brauchen. Eisen haben wir mittlerweile genug, aber ich glaube, Kohle werden wir noch sehr viel mehr brauchen, als wir da gefunden haben. So, zack, da habe ich gar nicht alles mitgenommen, ich Depp. Okay, ja, vom Upload-Plan her wird es eben so aussehen, dass es nicht immer Minecraft gibt, aber schon regelmäßig, also in der Woche vielleicht so 2-3 Mal, wenn es hinkommt. Diese Steine sehen so beschissen aus. Noch mehr. Ich werde hier auf jeden Fall mit dem Projekt habe ich zurzeit, wir sehen übrigens jetzt auch die Zombies, mit dem Projekt bin ich zurzeit ziemlich, ich sag mal, happy. Na komm mal ran, ich sehe dich kaum, mein Freund. So, einmal kurz ausleuchten.
Wie gesagt, mit dem Projekt bin ich gerade eigentlich ganz zufrieden. Also mir macht das hier ein bisschen rumlaufen, ein bisschen da, dabei ein bisschen was erzählen, finde ich ganz okay. Ich leuchte mal komplett aus, dann haben wir, ich meine, Kohle hin oder her, aber soll schon einigermaßen vernünftig hier sein, würde ich sagen. Und ich will ja auch keine Ressourcen. Hier geht's noch weiter. Dann gehe ich erstmal den Gang hier komplett ab, dann gehe ich da nochmal runter. Oder ich mache zuerst das Gedöns hier weg. Von den Steinen, ich weiß auch nicht, also in dem Texture Pack sehen die auch ganz gut aus, die neuen Steine. Diese Geoid, Andesit und Hattihit und überhaupt. Aber ich weiß nicht, ob ich die irgendwie sinnvoll verbauen kann, so wie ich mir das vorstelle. Weil die sind irgendwie... Es gibt nicht besonders viele, also es gibt sie schon ziemlich oft, sage ich mal, aber es gibt dann halt nicht besonders viele. Und ja, also wenn man damit was bauen will, dann wäre das, glaube ich, was Größeres. Oder vielleicht statt beispielsweise diesen roten, ich glaube, das ist Granit, das könnte man verwenden, vielleicht anstatt von Backstein, wenn man halt nicht die ganze Zeit tauchen gehen will, wäre das halt eine zubringliche Option, sage ich mal. Bin ich mir aber halt, ich bin mir bei vielen halt noch unsicher. So, war es das? Ich leuchte einmal mit der Handfackel rein. Jawohl. Hier vorne geht's weiter. Ich glaube, Kohle und Eisen wird erstmal reichen. Ich hätte aber gerne noch ein bisschen anderes Zeug gedöns. Vielleicht ein paar Smaragde wären cool, aber die finden wir, glaube ich, eh nicht in dem Biom hier. Die findet man ja nur unter diesen riesigen Bergen. Oder den größten Bergen. Auf jeden Fall riesig sind die jetzt nicht zwingend. Genau. Kohle schon wieder 22. Machen wir kurz mein Inventar frei. Dort oben haben wir noch etwas Eisen. Schuhe sollten wir uns vielleicht mal machen, oder? Ich färbe die Lederschuhe ein. Die Option ist ja auch ziemlich cool. Da kann man sich ja alle möglichen Dinger draus machen. Was cool wäre, mit einem, wie heißen die, River-Skelett-Dinger. Davon kann man ja die Köpfe bekommen. Daraus kann man sich dann ja einen River bauen. Werde ich wahrscheinlich auch vielleicht noch machen. Aber ich könnte auch mir das als Helm aufsetzen und dazu mir ansonsten eine schwarze Lederrüstung anziehen. Was vielleicht ganz gut aussehen würde. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Aber das könnte man machen. Wäre vielleicht... kann man ja mal kurz aus... Also sobald man sowas hat, müssten wir einmal ein paar River-Skelette in der Hölle jagen gehen. Da würde ich, glaube ich... Wie ist das durchscheinen? Durch diesen kaputten Stein. Das soll eigentlich so blättermäßig sein, aber... Naja... Egal, genug Steine haben wir, dann baue ich mal einmal kurz hier einen bequemeren Weg. Jetzt hau ab da, sag mal. Ich weiß nicht, Eisenbahn, also ich war nie der Freund von solchen langen Eisenbahnstrecken in Minecraft, ob ich sowas nochmal anfangen will. Hier ist wieder ein Wasserfluss. So, Eisen, jawohl. Da unten ist, glaube ich, auch schon Ende, wenn ich mich nicht irre, oder gibt es dann noch eine ewige Schlucht? Werden wir gleich mal sehen. Mit dem Shader werden wir, glaube ich, nicht ganz so viel sehen. Aber ich finde, dadurch sieht Minecraft einfach nochmal ein Stück besser aus. Ich sehe nichts. Und das finde ich gut. So, hätte auch eine Schlucht sein können. Ich glaube, auf YouTube sieht man an manchen Passagen noch weniger. Aber wir haben die nächste Höhle komplett erforscht. Das freut mich natürlich. Wir haben 22 Eisen und 45... ich wollte schon Silber sagen. 45 Eisen und 22 Kohle, so rum. So, hier einmal da raus mit dem Gedöns, das wir dabei haben. Wann jetzt? Dahin wollte ich noch. Das wird anscheinend ewig. Ich weiß gar nicht, ob das über... Ich glaube, das... Warum ist es nebelig? Da hinten sieht man unser Häuschen strahlen, den Pferdestall an der Seite. Ist schon nett. So, hat was auf jeden Fall. Hier hoch. Vorne irgendwo muss das gewesen sein, aber es ist plötzlich nebelig. Das ist komisch, ich höre irgendwo einen Zombie unter uns. Wahrscheinlich ist da auch irgendwo einer. Hier bin ich anscheinend ein paar Mal runter, denke ich. Würde ich glatt von ausgehen und ich sehe eine Menge von dem Gedöns, was wir haben wollen. Ich leuchte einmal kurz außenrum aus. Das Wasser ist irgendwie immer noch komisch. So. Einmal hier zack, zack, zack. Dann fällt uns nicht direkt ein Creeper auf den Kopf. Ist die Idee dahinter. Und dann geht es etwas nach unten.
Genau, da gehe ich einmal hier rauf. Zack, und wir haben uns eine schöne Treppe gebaut. Ich meine, schöner hätte das wohl keiner hinbekommen. Gehe ich von aus. Und ich überlege auch gerade, überlege gerade noch, was wir vielleicht als nächstes, also ich will auf jeden Fall unsere Hütte da noch ein bisschen hübscher anpassen, weil im Augenblick gefällt mir die noch nicht so ganz, sage ich mal. Also gibt es so ein paar Punkte und dann würde ich gerne noch ein richtiges Schlafzimmer haben, durch das man halt nicht unsere super Sternchen da sieht. Oder beispielsweise möchte ich noch ein Wohnzimmer machen, ohne Fernseher natürlich, aber vielleicht so eine kleine Sitzecke oder ähnliches. Wäre so erstmal meine Intention noch, was ich hier noch so vorhabe vorerst. Also das wird sich natürlich über ein paar Folgen, denke ich mal, noch hinziehen. Zack, zack. Okay. Aber das ist... Wie viel habe ich denn hier zurückgelassen? Das ist ja unglaublich. Ich glaube, ich wollte mir gar nicht die Mühe machen, mich irgendwie an die Seite zu stellen. Irgendwo ist sicherlich ein Zombie. Aber ich mache erstmal den Wasserfluss hier zu. Ich glaube... Das sieht doch einigermaßen aus. Und dann so, und dann... So. Und dann müsste der Fluss... Genau. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Aha. So, dann gehen wir ein bisschen runter und hier ist es noch ziemlich nicht erleuchtet. Zack, zack, zack. Ein bisschen Fackeln an die Wände klatschen. Da ist ein Zombie, der uns noch nicht bemerkt hat. Und der in dem Boden was macht. Und der hat uns immer noch bemerkt. Und noch einer, aber der hat uns mittlerweile mitgenommen. So, ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Ich glaube, auf YouTube sieht man dann noch weniger. Ich hoffe natürlich, ihr seht alles. Ausnahmslos. Was ist denn das für ein Loch hier? Das sieht schon komisch aus, als ob da Druckplatten oder so am Boden wären, aber... Eieiei. Weiß ich nicht. Okay, wir haben keine Fackel mehr. Einmal kurz... Zack, 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 zack. Ich weiß, ich hätte mir auch gleich einen ganzen Stack machen können, aber habe ich nicht. Okay, bis hier soweit. Hier ist nämlich eine Gabelung und dann baue ich erstmal das ganze Gedöns ab. Also Kohle und Eisen werden wir erstmal wieder auf Vorrat haben, denke ich. Ich habe an der Welt auch nichts irgendwie rumgespielt an den Reglern, dass man irgendwie mehr findet oder sonst was. Also es ist vollkommen natürlich hier. So. Da oben sieht man kaum was. Ich glaube auf YouTube noch weniger. Aber jetzt müsste es doch in einem angenehmen Orange alles erstrahlen. Wie ein Sonnenuntergang. Oder sowas in der Art auf jeden Fall. Okay. Das ist aber verdammt viel Kohle. Auch theoretisch Kohleblöcke machen. Ich weiß noch nicht, wie lange die im Ofen halten. Ob sich das da rentiert. Ah, wir haben eh nur noch eine Spitzhacke. Die an einem falschen Slot ist. Und wie gesagt, Kohleblöcke muss ich mal gucken. Wie viel die bringen, das probiere ich dann einfach mal eben aus. Da ist noch mehr und ich will das haben. Ich will alles haben. Alles, was es hier in der Höhle gibt. Und die Höhle merken wir uns auf jeden Fall nochmal, dass es hier einen Gang gibt, in dem ich noch nie drin war. In einer Höhle, in der wir schon so oft drin steckten. So, noch mehr von Kohle. Kann ich ja gleich mal direkt probieren, wenn wir wieder oben sind. Aber ich würde sagen, bevor wir wieder hochgehen, oder bevor wir erstmal weiter abbauen, ich mache noch kurz die eine Ader hier. Aber ich denke mal, die meisten können sich schon denken, was jetzt gleich kommt. Denn ich verabschiede mich schon mal für die nächste Folge oder für diese Folge und sag bis zur nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, kannst du auch bei Twitter, Instagram, bla 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 vorbeisehen. Da kannst du mir auch folgen, wenn du möchtest. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und sonst bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.